Wer bist du? Wow, okay, das war crazy. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cypsycho, ich bin wieder im Schlüssel mit einem weiteren Runde Phasmophobia. Ich bin wieder im Solo-Mode unterwegs. Und wie ihr auch sehen könnt, ein Farmhaus. Ja, da ist der Knochen. Lol. Was habe ich dabei? Ah ja, Thermometer, EMF und Taschenlampe. Ich laufe jetzt direkt zum Generator. Dann, ja gut, eigentlich hätte ich hier auch direkt Ding mitnehmen können. Lol, wie heißt's? Fotoapparat, genau. Aber habe ich jetzt vergessen. Und by the way, ladies and gentlemen, wenn ich Facebook-Phobia sage, ich weiß, es ist anders geschrieben. Ich sage das eigentlich nur Facebook-Phobia, weil zum einen Phasmophobia, oder wie sie es in Google übersetze, ganz gerne mal sagt. Phasmophobia. Ich hoffe, ich habe daran gedacht, das euch einzublenden. Das ist einfach richtig nervig, immer so. Willkommen in Phasmophobia. Das ist so ein langgezogenes A, aber ich weiß, wie es richtig ausgesprochen wird, gell? Also, ja. By the way, hier ist Udo-Puppe. Ich sag eigentlich nur Phasmophobia wegen Franglish mit Lodder oder Denglish mit Lodder, wie es Step und EMF. Und der hat das immer so lustig gesagt. Sein Englisch war immer Genius. 0,9 kommen, Minustemperaturen gehen doch noch. Minustemperaturen sind drin. Kannst du mir nicht erzählen. Na komm. Jetzt gleich. Gleich kommen sie die Minustemperaturen da. Ich wette. Ich riech schon. 0,9. Komm schon, da geht noch was. Gut. Dann kann er mich mal. Da war eindeutig ein Step. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich mag es, wenn da unten der Raum ist. Denn rechts und links sind direkt die Voodoo-Puppen. Der Knochen ist auch in der Nähe. Der Generator ist in der Nähe. Easy. Easy. Ich habe jetzt wieder direkt die Geisterbox mitgenommen, aber auch, bam, Fotoapparat. Damit wir direkt ein Foto machen können, beziehungsweise beide Voodoo-Puppen und Knochen hinten. Damit das schon mal safe ist. Deswegen holen wir sie uns direkt. Ja, hör auf, mit dem Licht zu spielen. Ich habe keinen Bock auf dich. Da drin ist er. Da war auch der erste Geisterraum, in dem ein Geist irgendein Gegenstand nach mir geworfen hat, nachdem es reinkam. Vor kurzem kam auch wieder 45 Megabyte Patch, glaube ich. Wir reden jetzt erstmal mit ihm. Er ist schon mal aktiv. Wie viele Temperaturen haben wir jetzt? Wo bist du? Bist du hier? Wer bist du? Wow, okay, das war crazy. Scheiße, wo habe ich es hingelegt? Okay, das war krass. Man hat nur so Boom gehört, wie wenn der Geist huntet. Und auf einmal dieses Hauchen, ey, what the frick. Das war krass. Das war so dieser Ansatz von diesem Pochen, wenn der Geist einen gleich huntet. Nur halt das dann nur so Boom. Oh, wait a sec, der war da hinten. Okay, das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber auch der Geist ist vor uns nicht sicher. Hallo, nimmst du den Knochen? Hallo, nimmst du ihn? Dankeschön. Der Geist kam nicht mal, der versucht mich hier rauszutreiben, genauso wie die anderen. Er ist wieder aktiv. Licht ausgemacht, also der Geist ist auf jeden Fall stark aktiv. Stufe 4. Da geht noch was. Okay, ich hole mir jetzt als nächstes, glaube ich, die Videocam und ein Buch. Wir brauchen dann noch Räucherstäbchen und Bewegungssensor. Aber ja, der Geist sollte machbar sein. Hoffe ich jedenfalls. Wie gesagt, getan, Videocam und Buch am Schlüssel und ich sollte nicht switchen, während ich gerade mit der Videocam in der Hand gehe. Da hinten ist der Geist. Ich werde ja nervös, ich mag eigentlich keine Farmhäuser. Er macht doch die ganze Zeit das Licht aus, wie beim Step. Da, er macht die ganze Zeit das Licht aus. Ich sag doch, ich bin kein Fan von dem Geist. Er haucht schon wieder. Okay, jetzt hat er Glück, diesmal kann ich Licht auslassen. Aber ganz ehrlich, wenn er noch mal mit diesem Scheiß kommt, dann wird mir echt, mir wird echt unwohl langsam. Okay, dann schauen wir mal in der Cam, ob wir einen wunderschönen Geisterorb haben. Ah, wunderbar. Ich bin gerade im Van angekommen, der erste Blick auf den Bildschirm und hier vorne könnt ihr ihn gleich bummeln. Hier oben, da.
Da oben ist ein wunderschöner Geisterorb. Ich werde noch mal kurz warten, für alle, die es noch nicht gesehen haben, dann kann ich zoomen. Da bei der Tür, also man sieht ihn wunderschön. Der dreht hier seine Kreise. So will man das doch haben. Der Kefir-Tomatur habe ich schon eingetragen. Jetzt bin nur noch der Geisterorb und Yorimar Phantom. Der Geist ist auf jeden Fall aktiv, das kann man schon mal so festhalten. Yorai, brauchen wir ein Geisterbuch? Liegt bereits, sehr gut. Yorimar Geisterbox, ne? Können wir vielleicht schon ausschließen. Phantom. EMF5. EMF5 ist immer ein bisschen schwieriger. Ich werde jetzt erstmal hier Bewegungssensor und Räucherstäbchen. Also mich darum kümmern. Bewegungssensor und... brauchen wir Sanity-Pin. 59, ja, jetzt langsam. Wir haben theoretisch den Geist schon gesehen. Also wir wurden Zeuge eines Geister-Events. Das ist abgehakt. Bedeutet ein... Was ist das? Yorai? Ne, Phantom. Phantom, wenn man es anschaut. Ich glaube aber Yorai auch... Steigern Einfluss auf den Geisterzustand. Also es könnte auf ein Battle zwischen den beiden. Ja, wenn mal Geisterbox, glaube ich nicht. Ja, es könnte ein Battle zwischen den beiden werden. Ich nehme noch eine Cam mit rein. Beim nächsten Lauf nehme ich dann die Räucherstäbchen mit plus Feuerzeug, ganz klar. Und ja, schauen wir doch mal. Okay. Und vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Doch das Buch bam, ist beschrieben. Can't run, finde ich gut. Will auch nicht, dass du rennst. Sonst wird das ein bisschen eng zum Weglaufen. Ich gehe trotzdem nochmal, hol die Räucherstäbchen, wir wollen ihn ausräuchern. Dann werde ich vielleicht noch ein bisschen provozieren. Schauen wir mal, was bei rauskommt und dann sehen wir uns gleich wieder. Räucherstäbchen sind am Start. Ich will jetzt ausräuchern. Problematisch wird es natürlich, wenn wir damit den Geist vertreiben. So. Nicht vergessen, F zu drücken, so aktiviert man die Räucherstäbchen. Nimmt auf jeden Fall Zeit weg, wenn wir jetzt hier nicht die ganze Zeit durchspammen. In der Hoffnung, das Richtige zu drücken. Okay. Er macht das Licht aus. Gefällt mir nicht. Ich nehme schon mal eine Cam in die Hand. Da haben wir eine. Dann tragen wir jetzt. Alter! Das hat mich jetzt leicht überfordert. What the frick? Aber er war zumindest schon mal da. Schauen wir mal. Ich will wissen, womit ich es zu tun habe. Ich weiß, das ist eigentlich richtig dämlich, hier drin zu stehen, während man hier durchschaut. Yorai, Stecker ausräuchern. Ja, Bewegung einstellen. Alles klar, wir haben ihn ausgeräuchert, aber ja, er hat seine Bewegung auf jeden Fall eingestellt. Du mich auch. Da! Lass den Lichtschalter in Ruhe. Ich nehme mal die andere Cap. Lol, ich hab sie sogar wieder gedroppt. Hatte ich hier nicht noch eine mit mehr Bildern reingeworfen? Junge. Also der versteht sich auf jeden Fall darauf, Psychospielchen zu spielen. Selten geht ein Geist so krass ab. Erst recht, wenn wir ausgeräuchert haben und er immer noch aktiv ist. Da, hör mit dem Scheiß auf. Ich will ihn halt ein bisschen provozieren. Ich will den Geist sehen. Okay, schon mal zu wirklich getriggert, dass wir ihn ausgeräuchert haben. Oh, sie stehen. Ich hätte gerne meine andere Ketten, aber ich habe keine Ahnung, wo ich die hingelegt habe. Okay, Ladies and Gentlemen, ich habe mich jetzt dafür entschlossen, doch zu fahren. Ich habe noch versucht, den Geist zu provozieren, aber scheinbar haben die Räucherstäbchen jetzt langsam ihre Wirkung gezeigt. Er ist relativ inaktiv, ihr seht das hier. Es könnte noch 10 Minuten länger gehen. Ich bin aber zufrieden, wir haben den Geist erkannt. Einen wunderschönen Ort, Gefriertemperaturen, Buch hat er reingeschrieben. Er hat ein paar Psychospielchen getrieben, aber diesmal waren wir, ja... Haben wir nicht ganz so schreckhaft, das ist schon mal sehr gut. Ich will schauen, was für ein Geist ist und... Oh, habe ich ihn eingetragen? Nicht, dass ich wieder fahre, um ihn einzutragen. Jo. Wir haben ihn eingetragen. Schauen wir mal, wie viel Cash wir bekommen. 220. Mehr kann man fast nicht raus. Wir hätten hier noch 5 Dollar mehr für die Fotos rausholen können. Aber alles in allem bin ich happy. Ich kann mich nicht beschweren. Ich finde es interessant. Ich glaube wirklich, dass sie irgendwas an dem Geist geändert haben, insofern die jetzt aktiver sind. Man hat es gemerkt, jetzt die ganzen letzten Solo-Sessions, die ich hatte, oder die meisten davon. Der Geist hat die ganze gehaucht, hat sich gezeigt, hat irgendwelche Geräusche gemacht, mit den Türen gespielt, mit dem Licht geflackert. Der ist richtig aktiv. Selten hat man einen Geist, der wirklich gar nichts macht. Also finde ich spannend. Wahrscheinlich haben sie das jetzt so ein bisschen angepasst. Ich bin eigentlich echt happy damit, auch wenn es mein Verstand richtig zerschnetzelt. In manchen Situationen. Ja, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.